Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Vortrag, ein sehr spannender Vortrag. Es geht um die Geheimdienstüberwachung nach PRISM. Der Stefan Heumann von der Stiftung Neue Medien, ja, war das so? Stiftung Neue Verantwortung, sorry, wird uns jetzt seine Ergebnisse, die er in einer kürzlich veröffentlichten Studie zusammengetragen hat, vorstellen. Und ja. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich mit euch heute über Geheimdienstüberwachung im Internet sprechen darf. Und ich will eigentlich den Vortrag auch möglichst kurz halten, da ich weiß, dass ich ein sehr informiertes Publikum hier habe und eigentlich mehr mit euch diskutieren, weil ich finde, dass wir im Moment 6 Monate und viele Enthüllungen weiter an einem sehr spannenden politischen Punkt angekommen sind. Also ich, wie gesagt, mein Name ist Stefan, ich arbeite bei der Stiftung Neue Verantwortung zusammen mit Ben Scott und baue da einen neuen Programmbereich auf, der heißt Europäische Digitale Agenda. Als wir damit im Sommer angefangen haben, haben wir gedacht, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit so Themen wie Netzneutralität, Leistungsschutzrecht und so weiter und dann Edward Snowden. Und seitdem befassen wir uns hauptsächlich mit der Überwachungsthematik, also sehr viel und haben, wo ich gleich zu sprechen werde, eine längere Studie dazu gemacht. Also ich glaube, zu Edward Snowden brauche ich euch allen hier nicht mehr viel zu erzählen. Die Geschichte kennen alle. Als die ersten Enthüllungen kamen und die ersten Medienberichte, haben Ben und ich uns natürlich auch gefragt, now what, wie gehen wir mit dem Thema um? Wie denken wir überhaupt darüber nach? Und überhaupt, um eine Grundlage zu haben, zu verstehen, was da passiert, haben wir uns gesagt, müssen wir uns eigentlich erstmal genauer damit befassen, was die NSA da macht und auf was für eine Grundlage sie das tut. Und ziemlich früh war auch erkennbar, dass es bestimmt auch eine Kooperation mit Deutschland gibt, mit Großbritannien. Deswegen war es für uns klar, dass die Fragen nicht nur die Vereinigten Staaten betreffen, sondern dass wir uns auch mit Großbritannien und Deutschland beschäftigen müssen. Und herausgekommen ist dann das wurde vor einem Monat veröffentlicht von uns, also diese Studie mit dem, ist leider bisher nur auf Englisch vorliegt, die haben wir auf Englisch publiziert, weil wir sie auch in die amerikanische Debatte einspeisen wollten und auch in die britische Law and Policy in Internet Surveillance Programs, United States, Great Britain and Germany. Wie gesagt, wer sich für die Details, in die ich hier alle nicht vorstellen kann, interessiert, findet die auf unserer Webseite und es wurde ja schon angekündigt, dass es ein Buch gibt, zu After PRISM und da wird auch dann eine deutsche Übersetzung dieser Studie erscheinen. Also wer sie noch ein paar Wochen gedulden kann, der kann das dann auch auf Deutsch lesen. Und dann fangen wir gleich mal an, worum es in der Studie geht. Wir haben uns erstmal, also es ist ganz klar, wenn man sich die rechtlichen Rahmen anguckt, also sowohl das BND-Gesetz zum Beispiel hier in Deutschland oder wenn man sich NSA-Gesetzgebung anguckt, die Pfizer-Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten und auch die Grundlage in Großbritannien für die Gesetze, es ist klar, dass diese Gesetze stammen aus einer Zeit, wo man unter Überwachung hauptsächlich so Telefonüberwachung verstanden hat. Das ist alles aus der Zeit vom Internet und die rechtlichen Grundlagen haben einfach die sind überhaupt nicht dafür ausgestattet, mit dem umzugehen, was hier stattfindet. Und deswegen sehen wir auch, was im Moment abläuft, dass die Geheimdienste, vor allem die NSA auch sagt, ja, diese ganzen Programme sind bekannt geworden, aber die sind ja alle legal. Ja, es gibt eigentlich gar keinen rechtlichen Rahmen, der das abdeckt und der sich damit überhaupt bisher beschäftigt hat. Deswegen wird es interessant sein, wie das Gerichte sehen würden, weil erste Klagen eingereicht worden sind. Aber ganz grundsätzlich ist es einfach so, dass der Rechtsrahmen für geheimdienstliche Überwachung überhaupt nicht mit dem technischen Fortschritt mitgehalten hat. Was auch klar ist, ist die Reichweite der Überwachung mittlerweile fast unbegrenzt ist, jetzt ohne in die Details von den einzelnen Überwachungsprogrammen wie PRISM und Tempura gehen zu können, wird an den Internetknoten wird abgehört, an den Überseekabeln und eben auch wird direkt vor allem von der NSA auf die Daten von den großen Internetdienstbetreibern direkt zugegriffen. Das machen übrigens auch die Briten und die Deutschen. Ein wichtiger Punkt ist, in allen drei Ländern ist die Differenzierung, gibt es eine Differenzierung, dass es sozusagen eine Art von rechtlichen Schutz für die eigenen Bürger gibt. Ja? Und das ist ja auch immer jetzt ein wichtiges Thema in Amerika, wo jetzt auch einige im Kongress einige
Gesetzesvorschläge liegen, die sich hauptsächlich damit befassen, sozusagen die Rechte der Amerikaner besser zu schützen. Also dass sozusagen amerikanische Kommunikation von amerikanischen Bürgern, die von den Geheimdiensten aufgesaugt wird, sozusagen irgendwie gelöscht wird und da wieder rausgefiltert wird, was die Dienste so alles aufsaugen. Und genau das gleiche Problem haben wir in Deutschland prinzipiell auch. Und da werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer zu eingehen. Auch in Deutschland, das G10-Gesetz wird auch nur auf deutsche Bürger angewandt. Das heißt, wenn der BND Auslandsüberwachung, strategische Auslandsüberwachung betreibt, hat er eigentlich die gleichen Freiheiten wie die NSA. Und ein Problem in der Debatte ist dann halt für Deutschland zu sagen oder wir als Deutsche uns aufzuregen, dass die Amerikaner sich nicht um die Rechte der deutschen Bürger scheren. Der BND schert sich genauso wenig um die Rechte der ausländischen Bürger. Und bei den Briten ist es überhaupt nicht klar, wie diese Trennlinie verläuft, weil Briten ziemlich wenig wissen. Die Briten haben ja gar keine Verfassung in dem Sinne. Was an Datenschutz für die eigenen Bürger besteht, ist hauptsächlich auf EU-Recht zurückzuführen, auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Von daher ist überhaupt nicht klar, wie die Briten selber geschützt sind und wie eine Differenzierung zwischen Briten und Ausländern vom britischen Geheimdienst gehandhabt wird. Die Kontrolle der Geheimdienste in Amerika ist es eine richterliche, das sind die sogenannten FISA Courts. Das sind also die NSA, wenn sie eine Überwachungsmaßnahme durchführen will, vor allem eine, die amerikanische Kommunikation mitbetrifft, braucht sie dafür eine Genehmigung dieses FISA-Gerichts. Wie gesagt, geht es hier wieder hauptsächlich darum, Amerikaner zu schützen. Also der FISA-Court hat dann vor allem im Auge, ob diese Überwachungsmaßnahmen die Rechte von Amerikanern maßlos verletzen. Und wie wir wissen aus der Praxis, hat der FISA-Court praktisch alle, also aus den Dokumenten, die an die Presse gegeben wurden, hat der FISA-Court praktisch alle Anfragen der NSA durchgewinkt. Also es gibt nur ganz wenige, weniger als eine Handvoll von Fällen, wo der FISA-Court zumindest ein paar Auflagen gemacht hat oder gesagt hat, damit sind wir nicht so ganz einverstanden. Grundsätzlich wird alles durchgewinkt. In Großbritannien gibt es den Interception of Communications Commissioner. Der ist noch viel zahnloser als die zahnlose FISA-Court, weil er gar nicht, also er ist einerseits innerhalb von der Exekutive angesiedelt, also nicht unabhängig. Und des anderen überprüft er überhaupt gar nicht alle Überwachungsanfragen und Maßnahmen, sondern schaut sich sowas nur stichprobenartig an. Also ist eigentlich überhaupt gar keine ernstzunehmende Kontrolle. Und dann sind wir zum Thema G10-Kommission, wo ich gleich nochmal was zu sagen werde. Da wissen wir halt nicht, wie gut die sich um unsere Rechte kümmern, weil was die G10-Kommission, die tagt wie gesagt im Geheimen und wir haben keine Ahnung, wie sie mit unseren Rechten umgehen. Eigentlich sollte die G10-Kommission auch informiert sein, wenn der BND zum Beispiel mit der NSA kooperiert. Und diese Überwachungsprogramme, wo der NSA eng mit dem BND zusammenarbeitet, betreffen ja auch unsere Rechte. Und eigentlich hätte da die G10-Kommission ja sagen müssen, nee, so geht's nicht. Aber anscheinend ist das ja nicht passiert. Von daher ist es sehr fraglich, wie effektiv und effizient die Überwachung dieser G10-Kommission ist. Und letzter Punkt für uns alle, was es auch ziemlich schwierig macht, in dem Paper zu ganz genauen Feststellungen zu kommen und warum wir im Moment auch wieder am meisten über die Amerikaner sagen können, ist, dass wie die Geheimdienste ihre Befugnisse auslegen, natürlich auch alles wieder geheim ist. Ja, also was jetzt in der G10-Kommission verhandelt wird, wenn da zum Beispiel der BND sagt, ja, wir haben die und die Rechte und wir machen das so und so, das wissen wir ja alles nicht, was der BND in der G10-Kommission erzählt und wie er seine Rechte auslegt. Wir wissen das jetzt viel besser über die NSA, über die Dokumente, die publiziert worden sind und wissen anhand dieser Dokumente, dass die NSA eben ihr rechtliches Mandat sehr, sehr weit auslegt. Ja, und deswegen haben wir zum ersten Mal überhaupt eine Debatte darüber, wie Geheimdienstgesetzgebung überhaupt in der Praxis ausgelegt und angewandt wird, weil es dazu, wie gesagt, keine öffentliche Kontrolle und auch überhaupt keine öffentlichen Debatten gibt oder gab. Und ich möchte jetzt noch ein paar Worte sagen, weil mir das wichtig ist und weil ich finde, dass das an
unglücklicherweise bisher in der Debatte in Deutschland viel zu kurz kommt. Das ist also die Überschrift dazu, die NSA in aller Munde. Und was ist mit dem BND, der Titel eines Blogbeitrags, den ich auf Carta veröffentlicht habe. Da könnt ihr das auch noch mal ein bisschen detaillierter nachlesen, was ich dort geschrieben habe. Das sind hier die nur ganz kurz die wichtigsten Punkte. Also Ausgangspunkt für mich war da die Frage, ob der rechtliche Rahmen und Kontrolle der Geheimdienste in Deutschland wirklich viel besser als in den Vereinigten Staaten ist. Wenn man nämlich in die Medien schaut oder die Interviews, die unsere Politiker geben und dann auch mal so eine Rückfrage auf den BND kommt, dann wird meistens sehr schnell beschwichtigt und wird gesagt, ja, für den BND, das ist ja völlig unvorstellbar, dass unsere Geheimdienste sowas machen würden, was die NSA macht und so weiter. Und die Frage ist, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich, also ist der BND wirklich besser als die NSA in der Hinsicht? Wir haben eine rechtliche Beschränkung, also das, was unsere Kommunikation schützt, ist Artikel 10 im Grundgesetz, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Das ist Grundgesetz, das ist ein wichtiger Grundsatz in unserer Verfassung. Und für den BND, um eine Rasterfahndung, eine strategische Rasterfahndung, wie das Herr Huber nennt, im Bundesnachrichtendienst im Internet durchführen zu dürfen, braucht eine spezielle Genehmigung dieser G10-Kommission. Das G10-Gesetz, also es bezieht sich auf Artikel 10 des Grundgesetzes, das G10-Gesetz wurde gemacht, um sozusagen bei solchen Überwachungsmaßnahmen unsere verfassungsmäßig geschützten Rechte zu schützen durch die G10-Kommission. Und die hat praktisch dafür zu sorgen, dass der BND keine anlasslose Massenüberwachung durchführt. Und deswegen muss der BND auch jetzt irgendwelche Überwachungsmaßnahmen, die deutsche Bürger betreffen, dieser G10-Kommission vorlegen und vor der genehmigen lassen. Die hat sozusagen den verfassungsmäßigen Auftrag, unsere Rechte zu schützen. Und laut von Herrn Dr. Berthold Huber tut sie das nämlich nicht. Und das ist das Problem. Herr Berthold Huber weiß es nämlich sehr gut. Also wer sich für diese Frage interessiert, auf dem Blogbeitrag habe ich den Artikel auch zitiert. Der ist in einer juristischen Wochenzeitschrift oder so, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, erschienen vor kurzem. Herr Huber sitzt selber in der G10-Kommission. Er ist ein Richter am Verwaltungsgericht in Frankfurt, also wirklich ein Rechtsexperte. Und er schreibt in seinem in diesem Beitrag für diese juristische Fachzeitschrift, dass eigentlich das Grundgesetz nicht nur für die Deutschen gelten sollte, sondern auch für Ausländer gilt, weil das Grundgesetz nicht nur ans Territorium gebunden ist, sondern wie er in dem Artikel schreibt, auch an die Staatsgewalt, die ja auch vom BND ausgeübt wird und die auch im Ausland ausgeübt wird. Und er bezieht sich auf den Rechtsspruch des Bundesverfassungsgerichts von 1999, das zitiert er auch dort im Artikel, wo das Bundesverfassungsgericht eben diese Interpretation gestärkt hat, dass die Grundgesetze eben nicht nur im Territorium, das heißt in Deutschland gelten, sondern auch darüber hinaus und an die Staatsgewalt gebunden sind. Und laut Herrn Huber ignoriert der BND und auch damit die G10-Kommission, in der er selber drin sitzt, diese Rechtsprechung, weil sie nämlich sich nicht mit den Rechten von Ausländern befasst, sondern nur damit befasst, wenn Deutsche sozusagen von Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Also das war jetzt ein bisschen lange ausgeholt. Also kurze Wort, die Praxis des BND ist die Praxis der NSA. Man kümmert sich nicht um die Rechte der Ausländer. Herr Huber hat, wie gesagt, eine Interpretation, die sagen würde, dass das eigentlich Verfassungsbruch ist. Wie gesagt, findet darüber in Deutschland überhaupt gar keine Debatte statt. Der Artikel von Herrn Huber ist frei veröffentlicht für jeden in dieser juristischen Zeitschrift nachzulesen. Und eigentlich erstaunlich, dass über in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt führen, sowas in den Medien bisher überhaupt nicht aufgegriffen worden ist und darüber überhaupt nicht gesprochen wird. Und wie ich gesagt habe eingangs, wir wissen halt mehr über die NSA als der BND. Das ist so ein bisschen die Ironie der ganzen Geschichte. Wie streng die Kontrolle durch die G10-Kommission ist, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die G10-Kommission die Rechte deutscher Bürger genau schützt. Wir wissen aus den NSA-Dokumenten, dass die Amerikaner sich sehr schwer damit tun, zu unterscheiden zwischen der Kommunikation von Amerikanern, die sie mit aufsaugen, und von Nicht-Amerikanern, dass es in der Praxis ganz schwer zu trennen ist. Die Linke hat 2010 mal eine
eine kleine Anfrage im Bundestag dazu gestellt. Leider ist die Antwort unter Geheimhaltung. Das heißt, wir wissen nicht, wie der BND damit umgeht. Das ist genau das Kernproblem. Wir führen eigentlich gar keine Debatte in Deutschland, die eigentlich die NSA mit anstoßen sollte, was auch unser Geheimdienst so treibt. Und jetzt auch ein sehr brisantes Thema, weil wieder neues Material dazu herausgekommen ist und auch der Spiegel dazu berichtet. Also wir wissen auch nicht genau, außer aus ein paar Dokumenten halt erwähnt, wie eng der BND eigentlich mit NSA und GCHQ kooperiert. Was wir wissen ist, dass die Kooperation ziemlich eng ist. So, was folgt daraus oder was war bisher die politische Antwort eigentlich so ein bisschen, wo ich den Schwerpunkt legen wollte, womit ich euch heute Abend mit euch drüber sprechen wollte. Also insgesamt erzähle ich euch hier nichts Neues, fehlt der Aufklärungswille und die Transparenz. Es wird im Moment von Deutschland zusammen mit Brasilien eine UN-Resolution eingebracht, die unverbindlich allgemein ein Recht auf Privatsphäre unterstreicht und sich auf die UN-Menschenrechtskonvention bezieht. Das ist eine nette Geste, aber ein komplett zahnloser Tiger, weil das halt völkerrechtlich überhaupt nicht bindend ist. Es wird auch gemunkelt, dass die Amerikaner auch gar nicht so unglücklich mit dieser Resolution sind, weil sie sich überhaupt gar nicht konkret auf irgendwelche Überwachungen bezieht oder überhaupt irgendwelche Länder konkret kritisiert. Wahrscheinlich wird aber diese UN-Resolution als das verkauft, wahrscheinlich hier in den Medien, dass die deutsche Regierung für unsere Rechte einsteht und international es den Amerikanern mal richtig gezeigt hat. Grundsätzlich würde ich von dieser Resolution und dem Unternehmen, es ist wichtig, eine nette Geste, dass da auch bei der UN darüber diskutiert wird, es bringt uns aber eigentlich nicht weiter. Interessanter ist, was die deutsche Regierung im Moment macht, hat eine Delegation nach Washington geschickt, um über ein sogenanntes No-Spy-Abkommen zu verhandeln. Da ich noch ein bisschen länger ausführen werde, ist es wahrscheinlich eher eine Spionage-Allianz, um die da geht, als um eine Einschränkung der Spionage. Also dass man eigentlich die Interpretation von vielen, die sich das im Moment genauer angucken, ist, dass Deutschland gerne zwar nicht so richtig der Allianz der fünf Augen, der Five Eyes beitreten wollte, aber so einen ähnlichen Status haben will. Das ist eine Geheimdienstallianz zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, hier habe ich alle gehabt, die gesagt haben, die ganz eng in der Spionagentätigkeiten kooperieren und sich nicht gegenseitig überwachen, und so einen ähnlichen Status will Deutschland auch gerne haben. Aber wie gesagt, geht es bei diesen Verhandlungen dann weniger um den Schutz von unserer Privatsphäre und um die Massenüberwachung, sondern es geht um eigentlich, Ironie der Geschichte, um eine engere Kooperation von Deutschland mit NSA und den anderen Anglo-Geheimdiensten. Auf der EU-Ebene gibt es einen Untersuchungsausschuss, aber aufgrund des Problems Großbritanniens, auch Schweden hat sich dagegen gewandt, wird überhaupt nicht die NSA-Massenüberwachung behandelt, sondern der EU-Untersuchungsausschuss ist einzig dazu da, zu untersuchen, was die Spionageaktivitäten der NSA gegen EU-Institutionen angeht. Also die werden sich überhaupt nicht mit so Programmen wie PRISM und Tempura und so weiter befassen, sondern eigentlich nur mit den Abhörmaßnahmen gegen EU-Einrichtungen. Und zuletzt ist im Moment in der Debatte ein Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Thema Überwachung. Auch hier liegt der Fokus, wenn ich das richtig entnommen habe, wieder auf der NSA. Ich habe bisher nichts darüber gelesen, dass der BND im Fokus dieses Bundestagsuntersuchungsausschusses stehen sollte, obwohl es soll über die NSA diskutiert werden, versteht mich nicht falsch, aber ich denke, der BND würde damit reingehören. Ne? Was also fehlt aus meiner Sicht, ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem BND. Es fehlt eine Auseinandersetzung mit dem Überwachungsthema auf EU-Ebene. Wie gesagt, dieser EU-Untersuchungsausschuss geht nur um gezielte Abhöraktionen gegen EU-Institutionen, also unter Überwachung aller Merkel-Handy, also ganz gezielt gegen Regierungsmitarbeiter oder EU-Offizielle, aber nicht um die Massenüberwachung, die uns alle betrifft. Und es gibt keinen richtig ernsthaften Druck auf die Vereinigten Staaten. Also für der UN, nicht mal die UN-Resolution ist wirklich ein Affront. Von daher
Also brauchen wir bei den Amerikanern, vor allem um die Praxis der NSA einzuschränken, müssen die Amerikaner tätig werden. Und da fehlt also von unserer Regierung her auch der Druck. Man verhandelt ja eher enger mit den Amerikanern zu kooperieren, als Maßnahmen der NSA einzuschränken. So, was ist der Ausblick aus dem Ganzen? Also was ich im Moment erschreckend finde, ist das politische Theater, das abläuft und die Fixierung auf Snowden und Merkel-Phone, weil das komplett an der Thematik vorbeigeht. Also bei aller Sympathie, die ich für Herrn Snowden habe, glaube ich, also ist die Asyldebatte meiner Meinung nach fehlgeleitet, weil sie komplett ablenkt von der Überwachungsthematik. Es geht halt um die Person Snowden. Er wird kein Asyl in Deutschland bekommen. Das ist einfach unrealistisch. Die Amerikaner haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, dass er für sie ein Verräter ist. Sie werden einen Auslieferungsantrag an Deutschland stellen, wenn er hier im Lande wäre. Wie geht die deutsche Regierung damit um? Die wollen sich nicht in das Dilemma bringen, so einen Auslieferungsantrag ablehnen zu müssen. Sie wollen auch Herrn Snowden nicht ausliefern. Dafür werden sie ihn wahrscheinlich dann in Russland lassen. Also die ganze Thema Snowden-Asyl ist eine falsche. Stattdessen sollten wir lieber fragen, was macht der BND, was ist die Kooperation mit der NSA, wie wollen wir mit den Geheimdiensten umgehen, was dürfen die nicht. Das sind die Fragen, die in die Medien gehören. Nicht ein Besuch von Herrn Ströbele und Herrn Snowden und tagelange Medienberichte darüber. Und da muss ich auch Herrn Ströbele kritisieren in dem Fall, weil ich finde, er sitzt im parlamentarischen Kontrollausschuss. Ja, er ist verantwortlich dafür, unsere Rechte zu wahren. Und ich finde, das ist ein Ablenkungsmanöver von der ganzen Sache. Und die Medien ist voll draufgegangen. Ja, und das sage ich jetzt mal so kontrovers, können wir auch drüber diskutieren, aber ich finde, dass es politisch in die falsche Richtung geht. Genauso natürlich brauche ich auch euch allen auch nicht erzählen, wie das Merkel-Phone. Interessieren sich die Geheimdienste für die hochrangigen Regierungsmitarbeiter. Das haben sie schon immer gemacht, das werden sie immer tun. Das Neue und das Skandalöse daran ist, dass sie sich mittlerweile auch für die Daten von allen Leuten interessieren und alles durchforsten. Darüber müssen wir diskutieren, wenn Frau Merkel hat das BSI, sie hat ein verschlüsseltes Handy, was sie nutzen kann, wenn sie das nicht tut. Ich meine, klar muss man da noch einiges leisten, das zeigt es auch für uns, dass wir Verschlüsselungstechnologie brauchen, die auch im Alltagseinsatz für uns komfortabler ist. Aber die Bundesregierung kann sie schon schützen. Ja, aber was ist mit dem ganzen Rest von uns allen? Ja, wir haben keine abhörsicheren Räume zu Hause, die wir nutzen können für unsere Telefonate. Und wir haben auch keinen BSI, der einen ganzen Apparat an Mitarbeitern damit beschäftigt, uns überwachungssichere Handys und Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung zu stellen. Also ich denke, das ist eine Ablenkung. Die eigentlich richtige, wichtige Frage ist, was ist mit GCHQ und Großbritannien? Das ist schon fast wieder überholt. Als ich das heute Nachmittag geschrieben, fertig gemacht habe, kamen dann gerade die Medienberichte raus, dass es auf dem Dach der britischen Botschaft genauso aussieht wie bei den Amerikanern. Und der britische Botschafter wurde einbestellt. Die Frage ist auch hier, wie bei den Amerikanern, wie ernsthaft geht man da mit den Briten um und wie eng kooperiert man eigentlich schon mit den Briten und überwiegt nicht das Interesse an der Kooperation an der Kritik. Und das sehe ich halt hier im Moment als den Trend, dass wir mehr Geheimdienstkooperation insgesamt bekommen, statt weniger Überwachung. Was wir eigentlich wollten wir eine Debatte über die Überwachungsmaßnahmen führen und wo es im Moment politisch hinläuft, ist, dass wir mehr Geheimdienstkooperation und eine Intensivierung der Geheimdienstzusammenarbeit bekommen. Was wir brauchen, deswegen aus meiner Sicht und stelle ich hier auch zur Diskussion, ist halt eine Debatte über Deutschland, über unseren eigenen Geheimdienst, weil darüber können wir uns auch klar werden, was für uns Standards sind, die wir haben wollen und die wir auch sozusagen von unseren Partnerländern einfordern wollen, sowohl in der EU als auch transatlantisch. Aber da müssen wir natürlich erstmal hier anfangen, ernsthaft darüber zu diskutieren, was auch hier in unserem Namen passiert. Wir brauchen eine Diskussion über Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention schützt die Privatsphäre, hat aber leider eine Ausnahme für Geheimdienste drinstehen. Und nach dem Echelon-Skandal, das war der Überwachungsskandal der Amerikaner, also das ist eigentlich alles gar nicht so neu, was die NSA macht vor 10 Jahren, gab es schon mal einen EU-Ausschuss dazu, der hat auch damals angeregt, sich Artikel 8 neu anzugucken, Standards innerhalb der EU einzuführen und innerhalb der
EU einen besseren Schutz einzuführen vor Überwachung durch die Geheimdienste. Aber wie gesagt, findet diese Diskussion auch auf EU-Ebene bisher nicht statt. Und weiterer, was machen wir über die NSA? Da kommen wir natürlich schwer dran. Also die NSA wird nur, wenn überhaupt, in irgendeiner Weise eingeschränkt reformiert werden über den Kongress, über die amerikanische Innenpolitik. Da ist es schwer für uns überhaupt irgendwie Druck auszuüben. Die Internetdienstleister haben ein Interesse daran, weil sie ein globales Geschäft haben, dass sie nicht mehr so mit NSA-Überwachung assoziiert werden und sind eigentlich ein starker Partner, Druck auf den Kongress auszuüben. Die werden aber auch diesen Druck nur spüren, wenn die Europäer ein bisschen ernster machen und auch sozusagen die Geschäftsinteressen dieser amerikanischen Konzerne bedrohen sollten in Europa, dass sie dann im Kongress aktiv werden. Im Moment sehe ich das nicht. Im Moment geht es eben der Trend, dass man sich auf mehr Zusammenarbeit der Geheimdienste einigt, und das wird uns dann wahrscheinlich auch irgendwie so verkauft werden, dass wir dabei auch alle irgendwie besser geschützt sind und dass man irgendwie intern irgendwelche Standards hat, die leider nicht transparent für uns sein werden, und dass dann auch sehr schnell die Internetindustrie sagen wird, ja, das ist doch super, und alle wollen sie dann eigentlich das Thema beerdigen, und in ein paar Monaten sei nicht, wenn irgendwann dieses große Arsenal an Dokumenten irgendwann mal leer ist, hört die Debatte einfach auf. Das ist die Befürchtung, die ich habe, wenn man sich im Moment die politischen Entwicklungen dazu anschaut. Ja, das würde ich gerne zur Diskussion stellen. Freue mich auf eure Kommentare, Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Steigen wir gleich erstmal, vielleicht fangen wir mit Fragen an und dann anschließend die Diskussion. Vielleicht gibt es irgendwie grundlegende Fragen inhaltlicher Art, irgendwas nicht verstanden. Gut, ja, dann Anregungen, Anmerkungen, Kritik, Diskussionsbedarf. Ja, ich habe mehrere Anmerkungen, und zwar zum einen hattest du jetzt ein paar Mal, kam das so durch im Vortrag, dass du gesagt hast, der rechtliche Rahmen hat sich nicht angepasst, oder der ist eben noch aus dem analogen Zeitalter. Und am Schluss kam es aber so ein bisschen doch durch, dass das nämlich eigentlich doch gar keine neue Entwicklung ist, denn wir hatten ja schon Echelon, wo es rauskam, und der BND macht das ja auch schon länger so, diese Überwachung, oder die ganzen Geheimdienste machen das. Also eigentlich ist es gar nichts Neues, und es ist jetzt nur durch die technischen Möglichkeiten einfach viel stärker möglich, eine Totalüberwachung zu machen, ohne dass das so ein großer Aufwand wird und ohne dass die Leute das halt so richtig mitkriegen. Und deswegen ist halt auch die Frage, ist der rechtliche Rahmen einfach, hat der sich nicht angepasst, oder ist es eigentlich so gewollt, dass der rechtliche Rahmen so weit ist, dass halt die Geheimdienste das machen können? Und da würde ich schon eher auch hin tendieren, das mit Ja zu beantworten. Also, und das Zweite, was ich anmerken wollte, war die Kritik an Ströbele. Also da kann ich jetzt nicht ganz so zustimmen, denn zum einen hatte er sich ja schon im Juni wohl bemüht, mit Snowden in Kontakt zu kommen, also schon ziemlich frühzeitig. Und die Frage ist natürlich, klar, man will eigentlich die Debatte über den BND und vielleicht auch über den Verfassungsschutz haben, aber die Frage ist ja auch, wie bringt man das überhaupt in die Medien rein? Ne? Also man sieht ja, dass sowas funktioniert halt, ne? Wenn du das auf runterbrichst auf irgendwie Merkels Handy oder auf was passiert mit Snowden. Und ansonsten scheint die Debatte ja doch weitgehend an der Mehrheit der Bevölkerung zumindest vorbeizulaufen, wie man jedenfalls aus dem Wahlergebnis schließt, denke ich mal. Und ich sehe halt auch wenig Perspektive eigentlich wirklich, was so im Bundestag oder so zu bewegen, weil eigentlich alle Parteien scheinen mir ja nicht so sehr geneigt zu sein, da irgendwas zu machen, bis vielleicht die Linke noch oder so, aber ansonsten würde ich das eher sehr pessimistisch sehen, dass man da wirklich diese Debatte richtig anstoßen kann und dass tatsächlich auch im Parlament dabei irgendwas rauskommt. Ja, danke für die Fragen. Sehr gut. Vielleicht zum ersten Punkt nochmal, um das klarzustellen, was sich geändert hat, also wie der rechtliche Rahmen hinterherhängt, ist einfach auch Zeiten aus der Echelon-Debatte ging es hauptsächlich um Telefonabhören. Ja, mittlerweile haben wir viel telefoniert und viel Informationen über Telefonpreis gegeben, aber es hatte alles irgendwo noch so ein bisschen seine Grenzen.
Heutzutage sind wir eigentlich so digital unterwegs, also was unser Konsumverhalten angeht, was unsere Kommunikation mit Freunden angeht, was unsere wirklich auch unsere persönlichsten Dinge angeht. Und all diese Sachen können mittlerweile durch Überwachungsmaßnahmen von Geheimdiensten abgegriffen werden. Ja? Also wirklich Sachen, die in deine intimste Privatsphäre gehen. Und was dazugehört, es ist technisch ziemlich leicht. Also wenn man vor allem wie die NSA über ein ziemlich großes Budget verfügt und sich die großen Serverfarmen bauen kann, auf denen man sowas auch mal zwischenlagern kann. Also alles speichern können sie ja nicht, aber zumindest kann man dann erstmal seine Algorithmen drüber laufen lassen und sich das rausfiltern, was man nutzen kann. All das ist auf einem ganz anderen Level, wo wir noch von vor 10 Jahren waren. Und all das ist von dem Gesetzgeber her nie im Fantasy, glaube ich, jemand geträumt hat, dass sowas mal möglich sein könnte. Und ich gebe dir auch im zweiten Punkt recht, dass für den BND besteht kein Behandlungsbedarf. Ja, die sind mit dem jetzigen losen Gesetzesrahmen zufrieden. Aber für uns besteht halt Handlungsbedarf, ja, weil das, was passiert, kann nicht in unserem Sinne sein. Und wir müssen uns nachdenken, wo im digitalen Zeitalter die Grenzen dessen sein sollen. Und deswegen, klar, wenn der BND verlangt keine Gesetzesänderungen. Die einzigen, die ein Interesse an solchen Gesetzesänderungen haben können, sind wir. Und gut, zu dem Punkt Ströbele, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich gebe dir recht, er hat auf jeden Fall nochmal eine ganze Aufmerksamkeit dazugezogen. Leider hat die Aufmerksamkeit in eine Asyldebatte gemündet. Ist auch ein wichtiges Thema, finde ich auch wichtig. Aber trotzdem nicht wirklich der Kern des Problems. Und ich befürchte halt, dass wir die nächsten Wochen uns weiter über Asyl und weiter Petitionen von Leuten, die Asyl für Snowden haben wollen, und darüber diskutieren und wer hat die unterschrieben und wer ist dagegen und Talkshows rauf und runter und wie belastet das transatlantische Verhältnis, anstatt dass wir über die richtig heißen Themen sprechen. Und deswegen will ich Herrn Ströbel nicht unterstellen, dass er das dass er das so gewollt hat. Er hatte sicherlich die richtigen Intentionen. Ich finde es auch wichtig, dass Politiker mit Herrn Snowden Kontakt aufnehmen, ihm auch sozusagen einen gewissen Schutz geben, dadurch, dass sie den Kontakt suchen. Ich finde das Ergebnis leider doch unglücklich und nicht so hilfreich für unsere Debatte. Genau, mein Name. Kleiner Disclaimer vorab, mein Name ist Jörn Pohlen, ich arbeite für Konstantin von Notz im Bundestag, also für die Grünen, und wir bearbeiten dann diese Themen so ein bisschen mit. Vieles, was du jetzt gesagt hast, das teile ich. Manches aber auch nicht, und dazu will ich mich jetzt besonders nochmal ganz kurz äußern. Also ich glaube von Ströbi nur ganz kurz, das war einfach ein Hack, um sozusagen dieser seit 5 Monaten von der Bundesregierung vor sich hergetragenen Meer der Alternativlosigkeit mal was entgegenzusetzen. Da ist halt mal ein über 75-Jähriger eben nach Moskau gefahren und hat sich mit demjenigen getroffen, der diese ganze Debatte in Gang gesetzt hat. Und dass das kein anderer tun kann, das ist einfach jetzt widerlegt. So, ansonsten teile ich deinen Pessimismus, dass all diese Themen, die du hier jetzt auch bei dem Ausblick nochmal angesprochen hast, dass die bisher nicht Gegenstand der Debatte waren und auch nicht werden, teile ich so nicht. Wir hatten verschiedene Debatten dazu im Bundestag. Es gab verschiedene Anträge, nicht nur von den Grünen, sondern genauso von der Linken. Es gab, glaube ich, mit der kleinen Anfrage der SPD 4 oder 5 kleine Anfragen, die diesen ganzen Themenbereich und selbstverständlich auch BND und G10 in über 250 Fragen an die Bundesregierung bisher schon abgedeckt haben. Davon sind viele in der Geheimschutzstelle verschwunden, viele aber auch nicht. Das ist nachlesbar. Wir haben jetzt am 18. November die Sondersitzung des Bundestages, die hattest du auch nicht erwähnt, wo natürlich auch auf all diese Themen nochmal eingegangen wird. Wir haben den Untersuchungsausschuss, der relativ sicher kommen wird. Den fordern ja nun nicht nur die Grünen und die Linken, sondern auch die SPD. Seit kurzem verschließt sich dem auch nicht mehr die Union. Das heißt, dieser Untersuchungsausschuss wird kommen. Ob all diese Themen Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses sein werden, das wird halt jetzt in den nächsten Tagen, wenn die Gespräche zwischen den Fraktionen dazu stattfinden, überhaupt erst sozusagen festgelegt werden. Da geht es darum, wer wird als Zeuge geladen, was ist Untersuchungsgegenstand eines solchen Untersuchungsausschusses. Also da geht auf jeden Fall noch was sozusagen. Gestern, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, hat in London eine große Konferenz stattgefunden, wo auch zum ersten Mal
Parlamentarier aus Deutschland und England sich sozusagen zusammengetan haben mit Reportern vom Guardian, vom Spiegel, von Zeit und vielen anderen. Das heißt, da werden gerade neue Bündnisse geschmiedet, wie man diesem Überwachungskartell sozusagen der Geheimdienste ein Bürgerrechts- und Parlamentarier-Allianz sozusagen entgegenstellen kann. Das heißt, auch da geht was und es liegt jetzt einfach sozusagen, und das wäre jetzt mein Plädoyer, nicht allzu pessimistisch sozusagen auf das zu gucken, was da auf uns zukommt. Sicherlich, wenn man da auf die Bundesregierung guckt, dann geht vieles gerade in die falsche Richtung. Es gibt ja dieses Papier der CDU, das sich im Grunde genommen an der NSA ein Vorbild nehmen will. Es wird an der Vorratsdatenspeicherung festgehalten. So darf es eben nicht gehen. Und da liegt es einfach an uns, dass wir sozusagen bestehende Bündnisse ausbauen, stärken und dem was entgegensetzen. Und das wäre mein Plädoyer an dieser Stelle. Wenn ich nur ganz kurz dazu, also danke für dein Plädoyer. Also das ist auch nochmal vielleicht auch ein guter Einwurf. Ich wollte damit auch nicht, auch wenn es vielleicht von mir jetzt heute irgendwie unter den Eindrücken der Nachrichten der letzten Tage ein bisschen zu pessimistisch gezeichnet ist, ist es natürlich richtig, dass es die Bemühungen gibt und die kämpfen natürlich gegen die große Tendenz, oder ich würde sagen, wenn ich das so aus Sicht der Bundesregierung, ist es wahrscheinlich so, dass die Geheimdienste Ihnen erzählen, Sie brauchen das für die Sicherheit, um die Sicherheit der deutschen Bürger garantieren zu können, brauchen Sie die enge Zusammenarbeit mit der NSA und wollen eigentlich keine größere Debatte dazu. Und die Politik muss irgendwie den Bürgern zeigen, dass sie was tut, und steckt in einem gewissen Dilemma. Kann sie denn wirklich was tun oder wie, was ist sie bereit zu tun? Und ich glaube, da muss von uns noch ein bisschen mehr passieren, dass wir zeigen, dass wir Wert drauf legen, dass es eben mit einer UN-Resolution und einem Untersuchungsausschuss nicht getan ist, vor allem nicht mit einem Untersuchungsausschuss, wenn die wirklich kritischen Fragen nicht auf den Tisch kommen. Und das ist natürlich heikel, weil viele dieser Dinger der Geheimhaltung unterliegen. Aber selbst das parlamentarische Kontrollgremium, und jetzt haben Sie die Mehrheiten dazu, kam mit einer Zweidrittel-Beschluss seine Beratungen öffentlich machen. Ja, und auch wahrscheinlich Herr Ströbele müsste wahrscheinlich dann auch eingestehen, dass er da nicht voll informiert wird, also dass da irgendwie Reformbedarf besteht oder dass er nicht die Kapazitäten und Mitarbeiter hat. Das sagt er selbst Oppermann, und Oppermann steht dem vor und ist Fraktionsvorsitzender da. Dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass da eine Gesetzesinitiative kommt. Also das wäre ein Thema, also im Koalitionsausschuss eine Gesetzesinitiative Geheimdienstreform. Das wäre ein starkes Wort. Und wenn eben das nicht nur von den Grünen und von den Linken angemahnt wird, also aus der Opposition kommt, sondern auch die Regierungspartei sagt, wir sehen da wirklich Handlungsbedarf und da fehlt mir noch ein bisschen was, aber da kommen wir vielleicht noch hin, wenn wir genug pushen. Ja, also ich glaube zwar, dass von der SPD jetzt nicht mehr so viel kommt, wo die Chance haben, da mit am Tisch zu sitzen und mitzufuttern. Ich möchte aber auch nicht negativ oder positiv die Sache jetzt sehen, sondern ich bin gerade dabei, wie so eine Art Quellenanalyse zu machen. Und was so meine Quellenanalyse der letzten Zeit war, da kam häufig dieser Herr Foscheroth, Foschepot, der sozusagen diesen Bericht da geschrieben hatte, dass eben viele dieser Überwachungsmaßnahmen eben legitim sind, weil sie eben enabled wurden durch irgendwelche Staatsverträge, die es mal gab. Und ich mache viel solche Medienbericht-Überblickung und höre jetzt sozusagen auf der CDU-Seite häufig, ja, was von da kommt, das stimmt ja alles nicht. Jetzt, ihr seid irgendwie so eine Gesellschaft oder irgendwie so eine Stiftung, die bestimmt ganz viel weiß. Wie schätzt ihr diesen Herrn Foscheroth oder Pot ein, damit ich meine Quellenanalyse besser machen kann, ob ich ihm jetzt vertraue oder nicht? Also ich habe das, was er, was du gerade angesprochen hast, auch nur aus den Medien entnommen und weiß da, glaube ich, so viel wie du. Also wie du auch angesprochen hast, also Herr Foscheroth sagt, dass
dass die enge, also die Aktivitäten der NSA vor allem Zeit des Kalten Krieges zurückgehen. Da gab es einige Verträge, weil Deutschland nicht komplett souverän war nach dem Zweiten Weltkrieg und auch Truppen der Alliierten in Deutschland stationiert waren, also der Westalliierten. Und um für den Schutz dieser Truppen durften auch Geheimdienstoperationen durchgeführt werden. Die Bundesregierung sagt dazu, dass alles an diesen Verträgen mittlerweile gekündigt und nichtig ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die NSA es nicht braucht. Also sie haben mit den Briten einen starken Kooperationspartner. Sie haben auch noch genug Standorte in Deutschland, von denen sie aus operativ tätig werden können, nicht nur auf dem Dach der Botschaft in Berlin. Von daher glaube ich eigentlich gar nicht, dass das unbedingt das zentrale Thema ist, weil ich glaube nicht, dass sie auf diese Verträge unbedingt angewiesen sind. Und zum letzten Punkt ist die BND an einer starken Kooperation interessiert und teilt Informationen und kann auch sein, dass ja sogar der NSA mit Wissen des BND bestimmte Maßnahmen hier durchführt. Das wissen wir, wie gesagt, alles nicht so genau. Wäre schön, wenn wir da besser im Bilde wären. Test. Ich habe noch mal eine allgemeine Frage. Also wenn ihr da jetzt schon so grundsätzlich rangeht von der Stiftung, die Frage Geheimdienste in einem Zeitalter größerer Transparenz, die müsste man ja vielleicht mal, also man müsste ja mal vielleicht eine ehrliche Debatte führen. Also warum haben wir Geheimdienste? Angeblich gibt es also Leute, die diese westliche Kultur vielleicht nicht so dolle finden und deswegen da irgendwie was machen wollen. Da gibt es Industriespionage. Es gibt also verschiedene Aspekte, warum es das angeblich braucht. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wo ja tendenziell Transparenz, das heißt noch nicht, dass man diese Transparenz aushält und dass sie auch überall gut ist, aber es gibt diese Option, jetzt anders miteinander umzugehen. Und habt ihr über diese Ebene auch schon mal nachgedacht, zu sagen, also Geheimdienste im Internetzeitalter, da muss man nicht generell nochmal diese Frage neu stellen und kann man dann auch vielleicht zu besseren Ergebnissen, weil ich sag mal, ist ja schön, dass wir da jetzt noch so zwei Parteien haben, die im Bundestag irgendwie noch ein bisschen auf den Busch kauen können und mal gucken, wie es auf der Europäerebene ausgeht, wenn dann Wahlen sind nächstes Jahr, aber wo ist denn, ich sag's jetzt mal so salopp, die digitale APO? Und weil ich sag mal, die bis jetzigen Umfragen zeigen ja, oder einige Allensbach-Umfragen, die muss man ja immer ein bisschen vorsichtig nehmen, sagen ja 76% der Deutschen ist es vollkommen Jacke wie Hose, weil es ihnen nicht bekannt ist, weil ihnen nicht klar wird, worum es eigentlich geht. Also die Geheimdienste, Aufgaben im 21. Jahrhundert im Vergleich zu dem, was wir eigentlich für einen Anspruch haben an die Gesellschaft im digitalen Sinne. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ist ein wichtiges Thema und eine super Frage. Nachdenken tun wir darüber schon. Um so eine grundsätzliche Debatte anzustoßen, fehlen uns dann auch die Möglichkeiten. Aber die sollten wir auf jeden Fall führen. Grundsätzlich jetzt wenn man ein bisschen sind wir auch so ein bisschen realpolitisch, deswegen sind wir wahrscheinlich nicht die digitale APO. Hat man halt keine Chance im Moment im politischen Diskurs zu sagen, wir stellen die Geheimdienste grundsätzlich in Frage, sondern das einzige Rad, an dem man im Moment wahrscheinlich realistischerweise drehen kann, ist, sie einzuschränken und besser zu kontrollieren. Grundsätzlich könnte so eine Debatte natürlich auch flankiert werden und brüchte sicherlich auch ein bisschen noch mehr Druck von links oder wo immer der herkommen soll oder von einer radikaleren Kritik, sodass sozusagen diese Kompromisse dann auch irgendwie durchgedrückt werden kann. Es hilft immer, wenn da noch von der radikaleren Seite nach mehr gefordert wird. Aber wir haben die Rolle bisher nicht angenommen, sondern wir haben erstmal drauf geguckt, was im Gesetzesrahmen drinsteht. Und wenn man von der Perspektive rangeht, dann nimmt man natürlich die Geheimdienste schon als gegeben hin. Grundsätzlich wäre es natürlich zu sagen, wie braucht man diese Gesetzgebung überhaupt? Also braucht man Geheimdienste überhaupt? Aber das man muss ja jetzt nicht sagen, also die Frage ist ja offen. Also es kann ja durchaus sein, dass wir zu dem erschreckenden Ergebnis kommen, dass auch selbst wir auch der Meinung sind, dass es in einigen Ecken irgendwie sowas Geheimdienstmäßiges bräuchte. Das könnte ja passieren, also wenn man da jetzt mal so offen rangeht. Aber wenn man dann aber feststellt, was daraus passiert ist, ja, dass hier quasi die millionenfache Abfrage benutzt wird, um angeblich, weil es gar nicht anders geht, dass man gewisse Leute gar nicht anders rausfinden kann, das ist ja dann, wo man
dann ernsthaft, wenn man sagen kann, das ist das, warum wir sagen, Geheimdienst ist noch sinnvoll. Also ich finde es überhaupt nicht, also ich bezweifle, ich habe die dumpfe Vermutung, dass wenn wir da mal offen rangehen, dass wir eine Diskussion führen werden, dass Geheimdienste immer noch einen gewissen Sinn haben. Nur, dass die weit über das hinausgegangen sind und dass sie aufgrund der Historie, wir hatten das gerade historisch, aber dass es auch aufgrund von Echelon und von auch aktuelleren Vorkommnissen, die halt einfach auch auf der Sinnsuche sind, ja, sie sind keine kalten Krieger mehr und sie müssen irgendwie ihre Milliarden, also man muss ihnen vielleicht einfach mal die Grundlage weggeben, aber nicht, heißt nicht, dass man ihnen keine mehr gibt, nur, dass wir etwa grundsätzlich mal das Thema noch neu angehen und dann auch zu anderen Gesetzen kommen. Also nicht radikal, sondern einfach neu. Jetzt habe ich dir das richtig verstanden. Und ich glaube, dass wir genau jemanden brauchen, der die Frage nachgeht, weil daraus leitet sich dann ja auch ab, was wir für wünschenswert halten und was nicht. Und auch dann können wir erst vernünftig die Reformdebatte führen. Deswegen ist natürlich unsere Studie da nur ein erster Punkt. Aber da muss man genau noch weitergehen in die Fragen. Das würde ich genauso teilen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir machen noch eine kleine Frage und dann kann man sich vielleicht später noch bilateral weiter unterhalten, wie das immer so schön heißt. Ja, ich habe eigentlich nur eine Faktenfrage und zwar, was ist dann mit den Berichten des Parlamentarischen Kontrollgremiums? Wie interpretierst du die dann, wenn du sagst, das G10-Gesetz trifft auf viele Sachen gar nicht zu? Muss es dann gar nicht in diesen Berichten ausgewiesen werden und wie interpretieren wir dann das, was in diesen Berichten ja steht? Also die Berichte des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die sind so 5 bis 6 Seiten lang, glaube ich. Also die ich mir angeguckt habe, waren nicht viel länger. Und da weiß man schon, wo das Problem ist. Also 5 bis 6 Seiten lässt sich natürlich nicht irgendwie darstellen, was der BND wirklich macht. Und also eigentlich ist das nur so eine grobe Übersicht, was der BND tut und auch nochmal Bestätigung, dass es irgendwie vom G10 kontrolliert wurde. So der einzige Bericht, der mal so ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen hat, war der, ich glaube von 2010, wo drin stand, dass es 37 Millionen Kommunikationsverkehre gab, die der BND abgefangen hat in seiner Überwachung des Internetverkehrs, worauf dann auch diese Anfrage der Linken resultierte und der BND dann behauptet hat, dass der Grund ein ungewöhnlich hohes Spam-Aufkommen war, dass so viele E-Mails eingefangen wurden. Und eigentlich, das stand in dem Bericht auch drauf, von diesen 37 Millionen Kommunikationsverkehren wurden nur 200 als relevant gefunden. Also die suchen ja mit, also da steht dann auch nochmal drin, da stehen nicht die Suchwörter drin, aber man kann in den Berichten zum Beispiel noch nachlesen, dass in den 5 Bereichen, wo strategische Rasterfahrung durchgeführt werden kann, zum Beispiel zur Terrorabwehr oder zum internationalen Waffenschmuggel, Waffenhandel, solche Sachen, dass da irgendwie 15.000 Suchbegriffe drauf verwendet werden, wo man sich natürlich auch fragt, naja gut, dann muss man es wahrscheinlich auch hochmultiplizieren, es wird ja in der Welt nicht nur Deutsch gesprochen und so, aber wie gesagt, die sind nicht so wahnsinnig aufschlusskräftig und wenn man die interessanten Fragen dann nachstellt, wie es auch zum Teil getan wurde aus dem Parlament heraus, dann ist das meistens dann halt wieder unter Geheimhaltung. Gut, dann danke ich dir für deinen spannenden Vortrag. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Bedanke mich auch bei den anderen Referenten. Ja, wir bedanken uns auch bei den Menschen von der Technik, die den Livestream ermöglicht haben. Und natürlich ja, bei diesem fantastischen Publikum, was heute hier war. Und ja, wenn ihr die DigiGuess mögt und die Arbeit der DigiGuess, könnt ihr natürlich auch Fördermitglied werden oder spenden. Oder was auch immer tun, uns irgendwas Liebes tun. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann am 3. Dezember wahrscheinlich alle wieder da seid zu unserem 19. Netzpolitischen Abend. Wir werden wieder viele spannende Vorträge haben. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut.